Das war im März 2010, als diese massiven Fälle von sexuellem Missbrauch in den Jesuitenkollegs bekannt geworden sind. Odenwaldschule und die Politik darauf reagierte mit dem runden Tisch. Das war dann offensichtlich nicht genug, soll es noch so eine unabhängige Beauftragte geben. Und ich war gerade im Wandern an der Ostsee am Botten, so zwischen Wustrow und Ahrenshoop, als mich ein Anruf ereilte. Und habe mich dann relativ schnell entschieden, weil ich dachte, jetzt ist so die Zeit, wo man da wirklich was bewegen kann. Das, was wir vor allen Dingen erreicht haben, war doch das Thema in der Gesellschaft anders zu verankern. Und wenn ich mir sage, meine ich auch mein ganzes Team. Erstmal den Betroffenen zu signalisieren, hier gibt es eine Stelle, hier könnt ihr euch hinwenden, hier wird euch geglaubt. Und das ist auch zurückgekommen von den Betroffenen. Das haben die als sehr, als Befreiung zum Teil erlebt. Viele haben ja zum ersten Mal, waren also 50 oder 60 bis 86 ging die Altersgruppe ja, haben das erste Mal drüber geredet und sagten, und hier wird mir geglaubt. Das, was an Empfehlungen resultierte, waren genau die Punkte, die die Betroffenen besonders angesprochen haben. Anerkennung des Leides, Notwendigkeit, Therapien zu bekommen, Beratung zu bekommen, notwendig, sich darum zu kümmern, dass es anderen eben nicht mehr passiert. Die Abwehr ist natürlich an vielen Stellen wirklich noch da. Auch die Angst vor dem Imageverlust. Also bei uns gibt es doch sowas nicht. Ne? Wir sind doch eine ordentliche Einrichtung. Wir sind doch eine saubere Einrichtung. Nein, es gibt keinen Ort, sage ich nach meiner Erfahrung jetzt, keine Institution, auch keine familiäre Zusammenhang, von dem man sagen kann, es ist völlig ausgeschlossen, dass es dieses gibt. Alle müssen damit rechnen, wo mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet wird, dass es passieren kann. Am besten, wir können es verhindern. Wenn wir es nicht verhindern können, müssen wir wenigstens schnell Hilfe schaffen. Wir sehen schon ein offenes Klima in der Schule zu schaffen, mit Kindern drüber zu reden, sich dazu auch Unterstützung zu holen, Fortbildung zu holen, hilft unwahrscheinlich viel. Eine Mutter hat mir berichtet, dass in der Klasse ihres Sohnes, zweite Klasse Grundschule, eine Lehrerin mit Kindern über sexuelle Gewalt gesprochen hat, sehr altersgemäß, ja auch nicht so einfach. Kinder können das ja eigentlich gar nicht benennen, was da passiert. Und hinterher kam ein Mädchen zu ihr und sagte, so was macht mein Opa immer mit mir. Und da sieht man natürlich, ja, wie wichtig das einfach ist, dass Kindern klar wird, dass das, was sie eigentlich nicht wollen, sie auch nicht erleiden müssen, dass sie sich Hilfe holen können und wo diese Hilfsperson ist. Also das ist das eine. Und zum anderen zeigt das eben auch, dass es nicht nur darum geht zu sagen, wie sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung aufgestellt, ist da alles okay, sondern habe ich auch einen Blick für die Kinder, die diese sexuelle Gewalt woanders erleben. Und das ist ein Thema natürlich, was ganz stark in die Ausbildung gehört, in die pädagogische Ausbildung, aber auch in die Fortbildung. Das gehört da rein, das ist ganz klar. Nicht nur im pädagogischen Bereich, auch im medizinischen Bereich zum Beispiel. Die Unkenntnis ist ziemlich weit verbreitet. Also auch in anderen sozusagen Fachbereichen ist das notwendig. Und ich denke schon, dass das Thema Fortbildung auch eins ist, das über die KMK noch stärker, also auch mit mehr Verbindlichkeit weiter bearbeitet werden muss. Ganz, ganz schwer war auszuhalten die Tatsache, wie früh diese sexuelle Gewalt oft beginnt, im Kleinkindalter. Sich das vorzustellen, es übersteigt sozusagen das, was man so aushält, wie lange diese Gewalt, dieser Missbrauch anhält, häufig eben gerade im familiären Bereich, so lange wie die Kinder sozusagen in dem familiären Kontext sind und wie hilflos Kinder sind und wie wenig ihnen geglaubt wird. Also auch wenn sie versucht haben zu signalisieren, hier ist was nicht in Ordnung, sind sie in der Regel eben doch eher dafür bestraft worden, als dass ihnen geholfen wurde. Das waren schon, das war eine ganz, ganz schwierige Erfahrung. Da hat der familiäre Bereich einer der
eigentlich nochmal in besonderer Weise hart war. Bei den Institutionen ist natürlich praktisch dann eher die Wut. Ne? Die Wut, die hätten sie doch merken müssen. Und wenn sie es gemerkt haben, warum haben sie nicht gehandelt? Warum ist der Schutz der Institutionen so viel wichtiger als die Hilfe für die Opfer? Da kann man sich nicht vorstellen, was das eigentlich für die bedeutet. Und ich hoffe aber, dass die Gesellschaft in diesen letzten Monaten doch eine Menge gelernt hat. Auch darüber, wie weitreichend die Folgen sind, wie lange sie anhalten, damit Betroffene eben auch anders in der Gesellschaft damit umgehen können, drüber reden können, Hilfen kriegen, auch Therapien kriegen und nicht noch die Stigmatisierung erleben.